Konnichiwa, meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben uns sehr, sehr, sehr lange nicht gesehen, auch wenn ihr mich gerade in einem kleinen Bildschirm seht. Ich bin wieder am Start und ich habe ja nebenbei das gute Projekt Media Squad am Start und da begrüße ich einmal die gute Tagfox. Hallo! Running Gag, Leute, Running Gag. Schaut unbedingt auf Twitch vorbei. Und der gute Fabs ist auch dabei. Hallo! Febreze ist leider nicht am Start, den werdet ihr später kennenlernen. Aber wir haben gedacht, wir gehen mal wieder auf den Baumi-Kanal online und schauen uns mal wieder eine gute, alte, klassische japanische Werbung an. Und das machen wir jetzt zu dritt, das ist nicht das Schöne, weil Corona, ihr wisst Bescheid, man kann sich so schlecht treffen, deswegen machen wir das. Hat der Fabs eine super Variante gefunden, das über Discord zu machen. Und ich hätte gedacht, wir starten einfach. Fabs, willst du auf Start drücken oder soll ich? Mach du, ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Okay. Ich muss mich festhalten. Alrighty. Also wir gucken uns japanische Werbung an. Ihr kennt das, Leute, für euch. Ja, es wird vielleicht ein bisschen verstörend, aber ja, machen wir uns unser eigenes Bild. Let's go. Das Ganze wird gemacht von Japan Thing. Macht leider keine Videos mehr mittlerweile. Trotzdem vorbeischauen. Was denkt ihr? Ja. War so klar, Alter. Müsst mal raten, was das sein könnte, so. Subway. Subway. Alter. Oh, die gab's früher bei uns. Das klauen die von uns. Das ist bestimmt so ein deutsches Gericht. Ja, wirklich. Machen die wirklich. Es gibt sogar eine deutsche Konditorei dort. Nein. Oh, das sieht so lecker aus. Lecker Eis. Siehst du, dass es Eis ist? Ich muss das hier mal einen Ticken leiser machen. Oder euch lauter. Der Panda ist echt... Komm, die Panda kauft... Oh, das ist bestimmt Playstation-Werbung. Bestimmt. Oh, das könnte sein. Oh, Final Fantasy 7. Oh, nice. Schon vorher jetzt hier bestimmt vor eine Werbung gehabt. Das gemacht ist. Hä? Oh, wie cool. Doch, es ist wirklich alles Final Fantasy. Krass. Oh, Phelps, ist das nice, oder was? Das ist mega. Wow. Mega. Ich bin in love. Alter. Mein Bier hat es gesagt. Final Fantasy. Final Fantasy. Final Fantasy. Das sind bestimmt Tampons für Männer und für Frauen. Da stand Mans und Ladies. Ach, Klamotten. Heftig. Die Werbungen sind so kurz und knapp. Das stimmt. Wasser? Sieht so aus, ja. Ja, denk mal, die haben da... Die haben ja kein Trinkwasser wie wir. Energy Drink, okay. Sieht aus wie ein Baumi-Bild. Geil. Ja, Mann, das ist ein Energy. Das ist ja, Energy. Mann, wirklich. Das ist sowas wie Power Rangers aus Japan. Meinst du? Ja, ja, aber ich weiß ja nicht, was der Sinn der Werbung ist. Also, die sind halt bloß als. Ach so! Nein! Bösen. Aber es könnte ja um was anderes gehen. Game sein. Ja, oder sowas wie. Sehr oft hast du sowas mit KFC oder so. Ja, oder App, ja. Ist, glaube ich, eine Sicherheitsding. Ja, ein Verbrechen, Alter, wie cool. Ah! Oh, ein Freizeitpark. Oh, doch nicht. Katzenfutter. Katzenfutter. Ja. Ich hab keine Ahnung, was das sein sollte. Ah, Rekrut, hab ich vergessen, was das war. Ist das auch ein... Was? Alter, wie cool! Was ist das? Knockout! Was ist das? Oh, das ist so lecker! Das Eis ist so lecker! Ich muss mal ganz kurz Pause drücken, Moment. Ja. Das ist immer so ein Gehirnmatsch danach. Also, wie cool war das mit dem Sicherheitsding? Weil deine Superhelden laufen mit so. Was war jetzt das letzte gerade? Ich hab's schon wieder vergessen, Alter. Katzenfutter? Nee, das war davor. Nee, das war dieses davor. Spray-Ding? Ja, was? Wie die auch alle da gehockt waren, so. So, Insektenvernichtungsmittel. Ist das zum Reinigen oder Insektenvernichter? Ich würde Insektenvernichter sagen. Ja, das ist das Oder die haben alle, oder ja. Die haben alle gepupst. So, und das war so ein Raumerfrischer, ja.
Und by the way, da Baskin, das ist sowas wie, also es ist halt eine Eisdiele, die da in jeder Ecke ist in den Großstädten. Die haben richtig geiles Eis. Oh, richtig hammermäßig. Ihr seht das schon so mit Karamellding und so. Das unten rechts möchte ich jetzt unbedingt essen. Das muss in meinen Magen rein. Richtig geiles Zeug. Und das sieht aus, als wenn es so eine Boyband ist. Nissin sind Nudeln, also sind immer Ramen-Nudeln, die Instant. Oh, die kennt man, oder? Von so von. Die hatten einen Play-Kanal sogar. Cup Nudeln. Daisuki und danach. Wie die es feiern, ja? Vor allem dieses Mädel hier, ich schwöre dir, diese Figur, die kannst du als VR-Avatar nehmen. Und die hat einen eigenen Let's Play-Kanal, der hat 1 Million Abonnenten oder 3 oder sowas. Ja. Richtig heftig, ja. Wow. Krass. Ganz bekannt. Okay, also. Seabreeze. Oh, das ist ein Geruchsding oder so, ha? Du riechst gut. Lass uns ein Foto machen. Die sind so prüde, ja? Deo-Wasser. Deo-Wasser, krass. Direkt ran da. Waschmittelwerbung. Nein. Nee. Oh, okay. Rückenschmerzen. Ach, krass. Die kommen auf Ideen, ne? Ganz kurzes Feedback dazu. Die besten Mittel gegen, also die du in der freien Apotheke kaufen kannst, ist in Japan einfach. Ich hatte so einen verspannten Nacken, da habe ich mir so eine Salbe geholt, das hat so gut geholfen, das Zeug da, oder auch Schlaftabletten kriegst du da, alles Schmerzmittel. Echt? Das ist richtig harter Shit. Ja, vor allem, die haben alle so Energies, weil die oftmals abends saufen gehen und in der Früh wieder auf Arbeit fit sein müssen und trinken immer so komplette krasse Shots, so wie diese Red Bull Shots, so solche harten Dinger immer. Genau. Jetzt Chips. Alter! Wie krass! Calvi! Calvi! Goodie werden. Goodie war. Autowerbung? Nein. Doch. Werkstatt? Ein Autoplatz. Nee, ist ein Autoplatz. Ein Auto verkaufst du wahrscheinlich. Und guck dir mal an, was die für eine Dance-Store abziehen dafür. EW-Dinger haben die, Alter. Krass. Nee, der hat wahrscheinlich so alles. Der hat wahrscheinlich 4000 Autos da stehen. Krass. Unfassbar. Oh, das... Puri, puri. Kann man sowas essen? Alter, wie geil sie übertreiben. Ja. In dem Pudding, Alter. Guliko. Die machen wir Süßigkeiten. Okay, ich bin ganz groß. Oh, beste auf der Welt. Oh, wie ist die süß, die Kleine. Ja. Gott, ist die niedlich. Kentucky Fried Chicken. Leute. Ganz kurzes Random Fact dazu. Japaner gehen da, die lieben KFC so sehr, dass die an Weihnachten mit der Familie zum KFC gehen. Das ist immer total überrannt da. Echt? Das ist die Tradition, dass die zu KFC gehen. Kann ich vollkommen verstehen. Verstehe ich vollkommen. Leute. Doraemon. Ich will auch McDonald's. Oder ich dachte, was ist das denn? Ich will mit Dinos haben, McDonald's. Story of Season kam jetzt raus, also mit dem Spiel, also Harvest Moon sozusagen. Mit dem. Krass. Diese Figur. McDonald's. Oh, krass, McDonald's, überall sind sie. Carbs. Das ist nach Baseball, sieht das aus. Ah, Baseball sind die richtig große Fans. Das ist der Nationalsport bei denen, ne? Ja. Sehr interessant, dass bei den Amis so Football ist, bei uns Fußball. Oder auch Basketball woanders. Und bei denen ist einfach Baseball. Ja, gut, ist ja auch in den USA Nationalsportler, ne? Baseball, Football und Basketball. Voll süß. Oh, ein Monchichi, wie die Dinger heißen. Kondome! Kekse! Kekse! Ich finde es immer süß, wenn sie so schreien, machen sie immer diesen hier so. Als ob es irgendwas bringt. Flecken entfernen! Waha FC! Guck dir, der muss alle Flecken entfernen. Wenn der nicht alle Flecken entfernt, bin ich raus. Ganz klar. Oh, Kirinbier. Kirinbier. Ich glaube, das kann nichts sein. Oh, Kirin ist richtig lecker.
Hat das da in der Plastikbecher? Ja, du trägst doch die schon nicht im Stadion. Die schon. Im Stadion der Natur. Aber war, voll krass, ne? Die machen Werbung mit Landschaft, Gitarre und eine Frau trinkt Bier. Genüsslich, während wir sagen Oktoberfest, alle Männer und Frauen zusammen und hier diese ganzen großen Gläser Bier trinken. Ja, das stimmt. Kulturen sind, ne? Und ich war letzte Woche ja in Köln und da war ich bei Sumo Sushi und der hatte Kirin-Bier aus einer Ausschanke, richtig geil. Und der hat diese Originalbecher, wie sie in Japan waren, also mit Henkel auch, die haben auch so einen großen, und hatte das vorher ins Gefrierfach. Also das war voller Eis, wenn du diesen Becher hattest mit Bier. Oh, richtig geil. So richtig authentisch wie bei den japanischen Bars, richtig geil. Ja gut, okay. Ichi-ni-san! Was? Stinkendes Gemüse im Kopf. Was zur Hölle wird das? Das ist eine Sauna. Nein, das ist ein Haar. Das brauche ich. Jetzt juckt mir der Kopf. Das brauche ich. Okay, so sieht dann dein Haar aus. Ja, möchte ich haben. Genau so. Oh, Cornflakes. Müsli. Kelloggs. Kenn ich keine Kelloggs? Was soll ich mit dem Nesquik? Oh, mit Joghurt. Oh, oh geil. Joghurt. Karibi. Was, ein Trinkpudding? Bei McDonald's? Milkshake. Wie sie so voll perplex ist. Milkshake mit Puddinggeschmack. Ein Mc's, wie geil. Schon wieder Cup-Nudeln. Ja. In Japan gibt es auch im McDonald's immer, fast immer Ei auf dem Burger. Richtig geil. Ja, geil. Wie so ein Egg McMuffin. Warum mögen die alle diese Cup-Nudeln so sehr? Ich weiß auch nicht, weil es praktisch ist. Alter! Ja, wie cool. Okay, das hat Spiel. Das hat Spiel. Okay, Curry. Cup-Nudeln. Das ist doch nicht so ein Ey! Zu es explodiert im Hintergrund. Und der Affe läuft mit dem Cowboy. Was ist, ich müsste die Szene noch mal sehen. Ich will die Szene noch mal sehen. Gebt euch das. Das ist eine Cup-Nudel. Boom. Rechts der Typ, einer in Leder. Bei uns hat nicht mal Alarm für Cobra 11 diese Werbung, ja? Ja, Mann. Er hat einen guten Mundgeruch gehabt. Das nehmen wir an. Die Europäer. War sogar ein Europäer da. Oh. Der hat sich verirrt. Oh, sie haben Splitz. Sie dürfen nicht beim Sportunterricht teilnehmen. Oh, frisches Haar. Was? Warum? Warum? Okay, es ist das sind Bonbons. Diese Bonbons sind's, ja. What the fuck? Oh. Das muss gut sein, das muss gut sein. Du könntest echt einen Eindruck bekommen, es gibt nur dünne Japaner, ne? Gibt's auch zum Großteil noch. Es wird jetzt nicht mehr so stark, weil so viel Fastfood-Zeug kommt und so, aber es war sehr, sehr lange so. Ist auch noch so. Was ist das jetzt? Kiraimo. Warum auch immer. Ja, Leute, krass. Da? Ich hab keine Ahnung, Nagellack. Party trinken. Party trinken. Extreme Exzesse. Ja gut, dann würde ich mal sagen, das war eure Einweihung in japanische Werbung. Gebt mal euer Feedback. Mega. Ich finde das total genial. Ich bin total baff, ne? Für mich war so richtig so bam, bam, nächste. Ja. Was ist da los? Was ist mit den Leuten da los? Es ist wirklich jede Werbung, die waren so kurz, war wie so ein James-Bond-Werbung. Echt so, wie so ein Filmtrailer. Die Kreativität da drin steckt. Also in Deutschland hast du dieses Friesisch-Herb, dein Jever. Ja, total entspannt. Du könntest auf der Couch liegen und denkst dir so, ach, das ist mein Jever, ja? Und da kommt die Werbung so, bam, komm her, kauf mich. Hä? Auch sehr viel Japan-Zeug und bei Spielen, die wir feiern, richtig geile Werbung. Handy-Games ist richtig groß und eben Instant-Nudeln. Ja, da würde ich sagen, wenn ich euch nochmal mit auf die Reise nehmen
darf, sagt Bescheid und vor allem auch an alle, willkommen zurück auf dem Kanal und wenn ihr Bock habt auf mehr von uns, auch nicht nur Japan-Werbung, sondern wir sind natürlich auch Game-affin, also gern Game-Trailer etc., irgendwelche lustigen Sachen, die damit zu tun haben, immer gern reinpfeffern, einfach den Videotitel in die Kommentare schreiben und dann gucken wir vielleicht bald das Video, was du vorgeschlagen hast. Und ich bedanke mich bei euch, TuckFox, Fabs, vielen Dank. Checkt auch ihr Instagram aus, der steht unten in der Beschreibung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Sayonara! Ciao! Tschüssi!